Der erste Sieger wählte das Thema von Beethoven. Alle Sportler waren gleich, es war egal, welcher Hautfarbe sie waren. Es war egal, welche Sprache sie sprachen. Es war egal, welcher Rasse sie angehörten. Alle Sportler waren gleich, es gab keine Möglichkeit des Vetos. Ausgeschlossen waren automatisch diejenigen, die andere ausschließen wollten. Und die bewohnten sowieso nicht den Himmel. Jeder Sportler hat das Recht zu verlieren und zu siegen. Es kam nur darauf an, mitzumachen. Baron de Coubertin lächelte selig, als er ein erstes Mal den olympischen Gedanken ernst geworden fand. Nach jeder Disziplin wurden alle geehrt, alle standen auf Podesten, die ersten und die letzten und die dazwischen. Die drei ersten dankten den anderen, dass sie ihnen zum Sieg verhalfen. Arm in Arm liefen Sieger und Verlierer durchs Himmelstadion. Jeder Sportler hatte das Recht, im eigenen Namen aufzutreten. Es sollte ja kein Wettkampf der Nationen sein, keine Konkurrenz der Staaten. Es sollte ein Fest der Menschen gefeiert werden.